Wir kommen von der Oldenburger Mahnwache. Grüße euch erstmal alle. Toll, dass ihr hier seid. Wir sind stark gemeinsam. Und Lena wird gleich eine Rede halten. Lena ist sehr aufgewühlt, deswegen stehe ich an ihrer Seite, weil sie ist betroffen, besonders heute an dem Tag. Sie war Ungarn geflüchtet, hat auch sehr viele Unannehmlichkeiten auf sich nehmen müssen. Ist sehr aufgewühlt, also nimmt ein bisschen Rücksicht. Ich stehe einfach da an ihrer Seite. Ja, okay, ich gebe jetzt mal an Lena. Ja, Hallöchen, euch alle. Ich habe nur ein einziges Mal über, ich bin ja, wann war das angefangen in der Orga, in Oldenburg? Im Mai, ja. Ich hatte nur ein einziges Mal darüber gesprochen, aber ich finde, dass meine Vergangenheit, das Jetzige viel wichtiger ist als wie meine Vergangenheit. Aber heute ist ein Tag, der bewegt mich sehr emotional, weil ich bin politisch Verfolgte, anerkannt auch und habe in der DDR war inhaftiert gewesen, ohne Urteil. Und bin 1989, hatte 88 Ausreise einfach gestellt und habe auch schon vorher versucht, mehrere Fluchtversuche. Und 89, am 13. August, ich habe gerade festgestellt, es war der Tag Mauerbau und ja. Jetzt muss ich ein bisschen ablesen. Ich habe das auch gestern in Kurzform gemacht, weil wir haben in Oldenburg auch sehr, dankeschön, Betty. Ja, ich brauche sie. Ich brauche immer jemanden bei mir. Das ist nicht so einfach. Ich danke euch. Ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen ablesen. Was sind zwar meine Worte, aber ja. Und verzeiht mir, wenn ich Ausfälle habe oder so, oder manchmal weiter weiß. Na, dann fange ich mal an. Ja, das Oberste hat man ja schon. Ich hatte ein bisschen so vorgeschrieben, damit ich das nicht vergesse. Und ich sag mal vielen Dank an Rick, an die Veranstalter und so. Ich hatte noch kurzfristig, wusste nicht genau, ob ich hierher kommen kann. Und hatte Rick gefragt, ob ich, weil mir der Tag sehr wichtig ist. Weil erst wollte ich ja raufschreiben, ist der Tag der Lüge. Ja, für mich, ja, verraten, verkauft, gelogen, betrogen. Ich bin damals mit einem Kleinkind, 4 Jahre alt, in der ungarischen Botschaft geflüchtet. Ich brauche mal die Brille kurz. So. Ja, ich stelle mich mal eben kurz vor. Ja, das hatte ich ja eigentlich jetzt auch schon gemacht, ehemalig politisch Verfolgte und Zersetzungsopfer. Die hatten damals meine Familie zersetzt, weil meine Eltern nicht systemkonform waren und alles abgelehnt haben. Wir sind 5 Geschwister, ich die Älteste. Und ich wurde als Letzte aus Zuhause rausgerissen mit der Begründung, sie hätten keinen positiven Einfluss auf mich. Aber, und 2 meiner Geschwister wurden schon im Kleinkindalter rausgeholt und denen hat man bis zum 14. Lebensjahr gesagt, die Eltern sind verstorben. Ich habe meine 2 Geschwister erst, als sie 18 Jahre alt waren, kennengelernt. Na, so. Und ich war als 15-Jährige auch in den, naja, ich lese mal jetzt. Zersetzungsopfer der Stasi, so wie Ungarn Butzerflüchtling, steht ja auch bei mir drauf, 1989 mit Kleinkind am 13. August vor der Wende aus der DDR geflüchtet. Ich spreche hier heute als Betroffene und Zeitzeugin und möchte vor die Gefahren einer neuen Diktatur warnen. Der leichtsinnige Satz, Dankeschön, der leichtsinnige Satz, ich habe ja nichts zu verbergen, ist irrsinnig. Und leicht dahergesagt, denn Menschen, die Menschen ist es nicht bewusst, was eine totale Überwachung bedeutet. Und diese wird kommen, wenn wir sie nicht stoppen. Und wir müssen diese stoppen. Die ist schleichend. Oft hört man immer jetzt, wie sie aktuell, da wird
DDR wäre kein Unrechtsstaat. Das kann man so nicht sagen, wäre, oder die Vergleiche mit dem jetzt. Das geht nicht, weil in der DDR durftest du nicht frei sprechen wie hier. Also es ist schleichend, aber ja, es ist klar, das ist, aber hier ist auch die Kassofa, ja. Die Menschen, ja, ich fordere den sofortigen Rücktritt von Gauck und Merkel. Ja. Beide sind zwei Scharlatane, die sich heute auf unsere Kosten hier feiern lassen. Ja. Gauck ist angeblich Bürgerrechtler. Angeblich, kurz vor der Wende, fiel ihnen ein, mal schnell operationeller zu werden. Ja, in einem Video, da hat, er wurde auch schon von ehemaligen Stasi-Opfern, er lässt sich ja gerne feiern, das haben ja schon viele mitbekommen. Und er suhlt sich gerne irgendwo. Ja, aber dann haben ihn ehemalige Betroffene ihm vorgeworfen, ja, dass er ein Wendehals ist und kein Bürgerrechtler. Und er sagte, die Kripoppe, er hat Schwergewichte, auf denen er sich berufen kann. Nein, die, und dann dabei nennt er diese Kripoppe. Die Kripoppe ist eine Bundesbeauftragte. Wir haben in der DDR, also im Ostdeutschland mehrere. Ja, jedes Bundesland, ja, hat einen Bundesbeauftragter. Und die Kripoppe sitzt da und sie war früher, es war genauso wie Gauck und auch sie war Zuführerin. Sie hat die Kinder. Sie war Zuführerin in den Durchgangsheim Berlin Altstrahlow. Altstrahlow, ein Durchgangsheim war kein normales Heim. Es war wie ein Knast, es hatte Zellen, ich saß da selber drin, wenn ich auf Flucht war. Man hat uns da, man musste Meldungen machen. Also das, und sie war zu meinem Zeitpunkt, wo ich da war, Zuführerin, das hieß, die hat die Kinder zugeführt in den Jugendwerkhöfen, in den Torgau, wo ich auch war. Das war der einzige geschlossene Jugendwerkhof und wer nicht, wie gesagt, systemkonform war, ist da. Das war praktisch auch Endstation mit hohen Mauern und von dort aus mit Wachtunnen und Türmen und da konnte man nicht flüchten. Das war mit dem Fuchsbau, mit Dunkelzelle, Drill. Ich weiß nicht, ob jemand schon von den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau gehört hat. Na gut, jetzt mal weiter. Ja, Merkels Vergangenheit. Ja. Stasi belastet. Merkels Vergangenheit, ja. Ich sage, sie ist Stasi belastet. Und auch war eine begeisterte FDJ-Sekretärin für Propaganda und Agitation. Heute möchte sie am liebsten vergessen, verklärt und verharmlost diese FDJ. Wir wohnen in der DDR, schon in den Schulen, richtig gedrillt. Und auch die FDJ, die haben Aktivitäten gemacht. Es gibt ja auch Beweise und Bilder von ihr, wo sie da in Uniform ist und so. Und sie sagte, sie wäre 50, sie wäre 70% Opportunismus. Ach, diese Frau lügt einfach. Wir haben zwei glühende Kommunisten da zu sitzen. Ja. Und der Gauck, Gauck als angeblicher Bürgerrechtler holte sich 1990 ca. 100 MFS, also es heißt Mitarbeiter für Stasi-Sicherheit. Die hat er in der BSDU reingeholt. Die BSDU ist, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, die ist so Bundesbeauftragte
für die Stasi-Unterlagen. Aktuell sitzen noch, heute sitzen aktuell noch 36 Stasi da drin. Und ich habe hier meine Stasi-Akte, aber da fehlen ganz viele Seiten, ganz, ganz viel, auch bei meinen Eltern. Und es ist kein Wunder, das erklärt alles. Ja, Merkels Vergangenheit, ja, da war ich schon. Da beide Ganoven, ich nenne die auch so. Und ich habe keine Angst, ich hatte in der DDR keine Angst. Und was sollen die mir noch tun? Die haben mich da gefoltert, die können mich nur umbringen, weil da können sie ja nichts machen. Die können nichts machen. Das nicht. Deswegen, ich habe keine Angst. Ja. Beide Ganoven hatten in der DDR Privilegien. Begeisterte, die Reisefreiheiten etc., die wir wissen, nur absolute Systemtreue, haben eben Reisefreiheiten und Privilegien genossen. Beide. Heute suhlen sie sich auf unsere Kosten. Für all diejenigen DDR-Bürger, die 1989 ihr Leben riskierten, für ihre Freiheit flüchteten und auf die Straße gingen, ist der heutige Tag ein Schlag ins Gesicht. Unsere Kinder zahlen irgendwann einen sehr hohen Preis, wenn wir die Wahnsinnigen, die uns in Kriege verwickeln, ausplündern, unsere Nahrung, Wasser und Umwelt vergiften, nicht stoppen. Ja. Danke. Ich werde oft gefragt, ja, auch von meinen Kindern wurde ich schon gefragt, was schlimmer ist, die DDR oder das jetzige System. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich empfinde das, was das jetzt schlimmer ist. Weil das ist eine versteckte Diktatur, die, wie man so sagt, man setzt einen Frosch im heißen Wasser, der springt raus. Aber setzt du einen Frosch im Warmwasser, dann kommt er nicht raus. Und das ist das Gefährliche daran. Ich kann das gut beurteilen, weil meine Lebenserfahrung ist mit der DDR. Ich kann das eben halt. Ich weiß. Vielleicht will man das ja keine Ahnung. Nee, das sind so die Lebenserfahrungen. Ja. Ich sage, ja, die Antwort könnt ihr euch sicher denken. So hatte ich dann noch geschrieben. Ich fühle mich verraten und verkauft. Ich sage immer, dass eine versteckte Diktatur schlimmer ist. Mein Aufwachprozess begann mit der Verklärung der Gedenkstätte Torgau und einem weiteren Rehabilitierungsverfahren, wobei man sich ständig auf Aussagen in meiner Stasi-Akte beruhte. 2012 wurde mir dann endgültig bewusst, hier läuft vieles verkehrt. Also suchte ich nach Antworten für meine Recherchen, bekam ich sie dann auch. Anfangs war es sehr schockierend, aber mittlerweile kann ich damit besser umgehen und mich zu Wehr setzen. Von nun an hieß mein Motto, lieber entstehen sterben als kriechen geliebt. Ja, das gab mir auch ganz viel Kraft und immer wieder, lieber entstehen Sterben als kriechen geliebt. Niemals. Ja. Und ich sagte, mit mir nie wieder. Es ist egal. Meine Kinder sind groß, ob sie mich wegsperren. Was können sie mir noch antun? Ich habe Folter, Gewalt, alles durch. Dieser kleine Satz da oben, lieber entstehen Sterben als kriechen geliebt, gab mir viel Kraft und Energie. Erneut gegen das Unrecht aufzustehen. Und dieser Tag wie heute ist mir verdammt wichtig. Schade, ich hätte Ihnen das gerne ins Gesicht gesagt. Sehr schade, aber die verkriechen sich da drinnen. Ja? Die verkriechen sich da drinnen. Und planen. Ja, das ist ganz schlimm. Nein, ich stehe heute wieder da. Und ich kriege auch immer oft mit, viele Ehemalige, die in den Gruppen, ich habe mich lange etwas zurückgezogen aus diesen, von den ehemaligen, ja, Betroffenen oder Stasi-Opfern, weil es mir nicht gut tut, ja, und ich sehe, die sind so gefangen oder manche sind zu krank, ich war es auch, aber ich habe mich selbst
geheilt. Also, ja, ohne Tabletten, mit Therapien und ich habe mich selbst heute. Ich bleibe nicht. Ich habe auch gemerkt, 2012, die wollen einen nur in. Ich habe auch kein Fernsehen, nein, um Gottes Willen. Das in Torgau war ich 2010 das letzte Mal. Und ich sagte auch, ich bin anfangs halt mir sehr aufgeregt, weil sie die Gedenkstätte verklären. Es war ja, früher hieß das immer Treffen ehemaliger Insassen, heute heißt das Treffen ehemaliger Heimkinder. Und jeder, der Torgau nicht kennt, der denkt, das ist ein Kinderheim. Ja, es ist einfach Wahnsinn. Ja. Und ja, und ich möchte ja nie wieder Krieg, nie wieder Überwachung, nie wieder Unrecht und schon gar nicht Krieg. Ja, ich tut mir leid. Ich habe das auch in Schnelle gemacht, weil wir haben manchmal auch immer sehr viel zu tun, machen auch so Aktionen in der Orga, das macht ihr bestimmt ja auch, ne? Flashmobs und so bei der Bundeswehr, ja. Na gut, vielen Dank.